Mutis Kochen ist eine Online-Plattform, gestartet bei Facebook, um Mädels und Frauen und Muttis in der Region zu erreichen und mit ihnen Rezepte zu tauschen, in Interaktion zu treten und für die Region eine schöne Plattform darzustellen. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben einen Blog mittlerweile, wir sind bei Instagram vertreten, aber mit der Facebook-Seite sind wir damals gestartet. Dort sind Rezepte zu finden. Wir haben mittlerweile über 750 Rezepte auf der Seite sozusagen oder auf dem Blog. Dann haben wir Instagram auch über 450 Abonnenten schon. Das ist schon eine ganz schön große Zahl. Bei Facebook sind es 18.300 Fans zurzeit. Wir haben Kocherlebnisse, wir haben Geschichten aus dem Alltag, aus der Region vor allen Dingen. Wir berichten aber auch, wenn wir zum Beispiel bei Events sind. Dann kann man so unsere Erfahrungsberichte sozusagen nachlesen. Ich vertrete die heimgemachte Sparte, schreibe selbst einen Blog heimgemacht und bin aber dann irgendwann zu Muttis Kochen gestoßen und vertrete dort eben so ein bisschen die saisonale, regionale Küche und auch das fließt auf diesen Blog ein. Uns ist das ein ganz wichtiges Thema, dieser verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln und auch zu sehen, was wächst eigentlich in unserer Region und woher kommt eigentlich das Fleisch. Wir wollen ungern die Massenproduktion unterstützen und denken einfach, dass wenn wir Fleisch essen, dass wir alle sehr verantwortungsvoll damit umgehen sollten und auch überlegen sollten, wo wir eigentlich unsere Produkte beziehen. Es gibt viele tolle Landwirte und die versuchen wir auch zu unterstützen. Auf Facebook bieten wir unseren Kunden Marketingmöglichkeiten an, über Marketingmöglichkeiten neue Zielgruppen zu erreichen. Das ist vielleicht ganz wichtig, wenn man ein bestimmtes Produkt vertreiben möchte und wir mit dem Kunden zusammenarbeiten und dieses Produkt halt vorstellen oder eben halt auf Muttis Kochen erwähnen. Dann kann man bestimmte Zielgruppen mit Marketingmaßnahmen erreichen, aber auch auf dem Blog. Sehr oft kommt der Kunde auch zu uns und hat noch gar nicht so eine Ahnung, wie er so bei uns sich finden kann bzw. mit uns zusammenarbeiten kann, aber wir entwickeln da immer neue Konzepte.